Damn, kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Hier auf dem wunderschönen Kanal. Wir reden heute gleich mit ihm hier. Ich weiß nicht mal, ob sein Name. Mit Big Jim, mein Comedy. Genau. Man hört zurzeit viel von toten Dealern. Und wer es nicht ist, wird endlich gesprächig. Sie sagten Doc Gaston sei im Cistern unter dem Big Mouse Jazz Club. Erwarten Sie nicht, dass ich ihn mit einer Festnahme davonkommen lasse. Wenn ich ihn festnehmen wollte, hätte ich sie hier gar nicht mitspielen lassen. Justitia ist vielleicht blind, aber blöd sollte sie nicht auch noch sein. Gehen Sie und tun Sie, was immer Sie vorhaben. So läuft's, Detective. Sie haben also das Hippie-Arschloch Gaston geködert. Kümmern Sie sich jetzt um ihn? Ja klar, werde ich mich drum kümmern. Ich werde ihn sowas von fertig machen. Und ja, wir kommen wieder hier, wie gesagt, zurück zu einer Runde von Mafia. Wir werden erstmal ein bisschen Spielstand leiser machen. Ich weiß nicht, wie er die Laue bei euch ankommt. Und natürlich dann auch gleich das ganze Geld natürlich noch wegstecken, weil 16.000 sind nicht gerade wenig Asche in der Tasche. Oh, das hat sich gereimt. Oh, ich bin klug. Hab ich mal. So, Polizei. Nee, das war ja Dings. Ich glaube, man kann irgendwie in die Innenansicht, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe, naja, habe ich eine Weile nicht mehr gespielt? Das ist jetzt so die gute Frage. Eigentlich schon. Ich habe wirklich schon eine Weile nicht mehr Mafia gespielt, weil alles, was bisher kam, war größtenteils in Vorproduktion. Alles bis Portal kam. Und danach war, ja, danach kam ja nochmal Mafia, also theoretisch war das nicht vorproduziert, weil Mafia dazwischen kam. So, wir steigen mal aus. Rufen erstmal. Hab ihr Bargeld zur Aufbewahrung. Cassilia und den Waffenhändler. Bin gleich da. Es sieht sehr voll aus. Irgendwas, das ich für mich aufbewahren soll. 122.000. Okay, das ist schon eine Menge Asche. Gucken wir mal. Ja, mit dem nächsten Geld, was ich bekomme, das kann ich euch kurz mal sagen, versuche ich mir was Schönes zu holen. Nehmen wir mal doch hier. Ja, ist jetzt die Frage, nehmen wir jetzt so ein Gewehr? Ne, eigentlich ungern. Wir nehmen ein Auto. Ist ein Gamingstuhl. Ich werde davon sehr gerne ein Video machen. Die kann ich gerade ausrüsten. Warum habe ich die nicht mit? Ist ja bisher die beste Waffe, die ich jetzt habe. Passender AR3. Sehe ich so. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen Sprengstoff. Sie viel brauche ich irgendwie nicht. Und Nachschub. Adrenalinspritzen. Das werde ich wohl jetzt eine Weile brauchen. Schutzsichere brauche ich auch noch. Und das war's. So, gucken wir uns mal das Ganze kurz mal an. Okay. Man hier irgendwo rein? Ach du... Ne, komm ich... Ne, drüber komme ich nicht, okay. Also hier drüben kommt man rein, okay. Ach du Heilige. Also da sind zwei zum Töten oder was? Du redest von Gesetzen? Wie wär's mit Gottes Gesetzen? Das Supermischen ist wieder natürlich. Ich hab mich doch nicht verhört, oder? TV Twitter natürlich. Twittern, also. Irgendjemand sollte die Kopf. Oh. Hey, hier drüben! Hier kam eine Meldung rein über...
Schreckensherrschaft endet hier. Eben. Ich habe es nicht verdient, so zu sterben. Hier. Verdammt, ich bin in der... Ah, so läuft das doch richtig. Ich schieße auf das Arschloch. Der Junge kann echt schießen. Er muss nachladen. Er ist ja, erwischt. Das ist ja die Rente. Wie ging heilen denn nochmal? Das war Annäherungsmine. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Hier läuft eine riesige Scheiße auf, Jungs. Ist bewaffnet und gefährlich. Verstärkung ist unterwegs. Das ist alles. Ich bin seit einem Jahr zurück. Gut, dass die Polizei eigentlich hier ist. Also C war heilen, okay. Ich kann nicht glauben, dass du uns hier reingefallen hast. Ich mach ich doch alles weg. Einfach ein bisschen zu voll. Sieht irgendwie romantisch aus. Nein! Nein! Ja, weg hier! Freunde ist abgerutscht und lebt jetzt hier draußen auf der Straße. Ja. In diesem Bad werde ich wohl nichts schneiden. Beim Aufstehen aber nicht gerechnet. Ja, hier ist sehr, sehr viel los. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich erlebe das Arschloch. Schön. Versuch mal hier ohne Sterben durchzukommen. Ich spüre nur ein leichtes Stechen. Du bist tot und merkst es nicht. Scheiße, das. Ich lade nach. Hey, ich bin festgenagelt. Jetzt komm, stirb, 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 stirb. Nummer 1 ist tot. Endlich Ruhe. So, ich weiß, wir müssen hoch, aber ich habe gehofft, dass sie irgendwo noch... Ich sehe ihn. Da ist er. Geld ist. Aber wir haben hier erstmal Adrenalin noch. Adrenalinus. Ich kümmere mich drum. Brutale Überwältigung. So. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Ist doch richtig sexy, wenn wir hier durchkommen heute. 2000 bisher verdient. So ein bisschen nebenbei ist auch ziemlich gut. So, das ist natürlich die Frage, wenn ich den getötet habe. Scheiße, scheiße, ich bin getroffen! Natürlich ein schwierigeres Kaliber ist, wie es aussieht. Ach, den müssen wir... Den ich mich noch befragen?
Nehmen wir mal. Erstmal nehme ich meine andere Waffe wieder auf. Das kann doch nicht sein. Und jetzt will ich sie erstmal töten. Ja. Scheiß Freak. Wow, man hat nichts von ihm gehört, aber... Okay. So, gefallen. Büchsenmacher. Das ist natürlich... Also jetzt hat natürlich Cassandra wieder einen riesen Pluspunkt bei mir gemacht. Gesundheit ist mir nur 15. Hier haben wir ein schönes Gewehr dazu, aber ich glaube, das ist doch viel, viel besser. Ich brauche Rückendeckung. Wenn ich das French Ward sichern soll, brauche ich mehr Leute. Mehr wollte ich nicht, Bruder. Jetzt wird's leichter, solange du uns da bleiben lässt. Ja, ich muss unbedingt ihr das nächste Gebiet oder mehr überlassen, weil sonst werde ich sie verlieren. Und mehr Munition ist natürlich für mich persönlich schon sehr, sehr nice. Das müsst ihr doch mir irgendwie doch recht geben, oder nicht wahr? Eigentlich müsst ihr auch jetzt bald wieder kommen mit über ihr das Gebiet verteilen. Also das French Ward. Also jetzt wird vielleicht hier noch der Richter kommen. Wo wir jetzt eben hinfahren. Und dann haben wir ja zwei Sachen hier und das war's, glaube ich, dann. Also mehr, glaube ich, brauchen wir eigentlich auch nicht. Und dann kommt das Harbor. Frisco Fields fehlt uns noch und dann Southdown und dann noch Putford. Also das wird noch extrem viel. Oh, hier unten ist sogar noch eine ein Zusatzauftrag. Ich glaube, da werden wir auch irgendwann mal uns mal hinbegehen. Büchse machen plus Munition. Ja, eingefallen. Ja. Gut, aber ich würde mal sagen, ich beende den Part jetzt mal. Wir fahren jetzt noch kurz vor und so lange will ich die Parts nicht machen. Ich schneide in dem Part sowieso hier nichts raus, weil es ist, hier habe ich die Fahrt über geredet, sonst würde ich die Fahrt rausschneiden. Heute habe ich aber nicht ganz so viel Zeit und möchte gerne noch ein bisschen was vorproduziert haben. Beziehungsweise das Thumbnail muss ich jetzt auch noch am besten erstellen, beziehungsweise macht es dann das morgen. Nehmen wir jetzt noch ein Part auf und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt der Mann des Wort. Ciao, ciao.